Ich glaube, ich komme da nicht hin, so einfach von hier. Und es kann sein, dass ich von da unten dann durchkomme. Also wenn ich jetzt hier... Ja. Und dann hier. Lull. Protoman, Exe. Das ging schnell. So, dann können wir gleich wieder nach einem neuen Kämpfer gucken. Was haben wir hier noch? Ah ja. Da unten links kommen wir jetzt auch noch weiter. Ich bin froh, wenn wir alle Kämpfer haben. Boah. Ende. Ken von Street Fighter haben wir jetzt auch. Ken kämpft nun mit. Und wieder keiner beim Herausfordererportal. Alles klar. Da kommen die jetzt wohl seltener. Oh, hier ist wieder was zum Kaufen. Ah, die hat wieder alles voll. Robotpanzer. Ja, und den können wir nicht mehr. Und so, hier kommen wir nicht weiter. Ah ja, hier oben ging es raus irgendwie. Im Moment. Hä? Wo ging es jetzt hier wieder raus? Hier. So. Ricky.
Der Gegner springt sehr häufig. Erhöhte Sprungkraft für Gegner. Was toll ist, wenn er sehr häufig springt. Ja, easy. Ja, war denn doch etwas zu einfach. Ich muss mal was trinken. So. Da hat man noch gar nichts, aber hier können wir lang. Dr. Mario, Andy. Also, wow. Easy. Ja, also manchmal hat man das Gefühl, es ist doch einfach. Manchmal hat man auch das Gefühl, es ist schwer. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Hier haben wir nämlich auch noch zwei Gegner. Und ich will die Gegner ja nicht alle liegen lassen. Weil das sind ja immer noch Geister, die man einsammelt. Ja. Gut. Ja, mit den
Geistern ist es denn noch ein bisschen einfacher. Mit den Raketen. Mit den Raketen war es ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Gut, ich habe ja Raketen genommen und ab und dann angegriffen. Strange Love. Yes. Diese Blume ist aber auch ultra. Also, habe ich mal wirklich das Gefühl, damit stark zu sein. Einfach weil man da ja noch mal so richtig Schub drauf gibt. Naja, gut. Blims. Sieht sonst noch irgendwas? Hier kommen wir auch noch in ein Gebiet rein. Später. Ich wollte ja erstmal das hier oben machen. Ich glaube, dann kriegen wir das Tor da auf. Kleppe. So. Na, bisschen easy gerade hier. Gewonnen, welch Wunder. Hä? Okay. Naja. Eigenschaften, das ist das richtige Mikro, genau. Das wollte ich nochmal gucken. Mega Man. Ich habe so das Gefühl, manchmal der Aufschlag, der ist komisch bei dem Meek, aber passt schon. Okay. Mega Man kämpft nun mit. Ja. Spitzball Spaki. Ja. So, wir gucken aber erstmal nach einem neuen Kämpfer. Und dann geht's hier drin weiter. Ah ja. Quatschutschu. Ja. Cool.
Cha-cha-cha-cha-cha. Verschwinde doch einfach mal. Geht doch. Quajutsu kämpft man mit. Und wieder nichts am Heraus. Also ganz einfach. Ich glaube, das Herausforderer-Portal ist kaputt. Jetzt bestimmt schon eine Stunde nichts mehr. Eieiei. Und ich glaube, wir hatten nicht alle Kämpfer geschafft. Primide. Jo, jetzt nehmen wir hier mal Mega Man. Den wir gerade freigeschalten haben. Moment, da. Easy. Massenweise Mr. Game & Watch. Okay, das war jetzt zu einfach. Ich musste nur noch schießen. Bum, 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 bum. Ah ja. Mutterparasit aus Metroid Prime. Ja, easy. 0% hatten wir. Null. Dann lange nicht mehr. Rob 64. Über da war was. Mann. Kann nicht so schnell drücken. Jetzt.
Kann man aber auch nicht einfach. Gewonnen. Neun Volt und 18 Volt. Nein. Okay, ja, ich hab's raus. Ich glaube, ich hab's so ein bisschen raus wieder. Wir haben wieder dieses schöne Item, was einen durch die Gegend fliegen lässt. Finde ich immer ein bisschen nervig, wenn das kommt. Boah, dann sollten die sowas nicht so oft einsetzen. Plus noch natürlich noch ein Hilfertrophäe, Gegner. Hat mich wieder mal runtergeschleudert. Ich habe mich auf das Item konzentriert. Und damit war ich weg. Weg, ja, wie ECH. Weg. Toll. Das ist, wenn man da reinrennt. Man muss dann halt aufpassen, dass man da nicht reinrennt. Mann! Niederlage fortsetzen. Nee, ich nehme einen anderen Kämpfer. Pikachu oder so. Einfach damit der Geist ein bisschen mehr gefordert ist. Wähle deinen Kämpfer. Ich hab gar keinen Pikachu, ich hab eine Pichu, oder? Pichu. Man muss halt so. Hier irgendwo noch Pokémon hier zur Auswahl. Endon,
Und Lapras. Okay, dann halt nur Lapras, weil Lapras 2 Punkte einnimmt. Mann! Boah! Das kann doch nicht sein! Dass ich das Ding schon wieder verkack. Ach man, ich sehe das aber auch nicht so schnell. Was ist das? Mann, warum fliegt der denn immer da runter? Der fliegt dann irgendwo da runter, dann kommt er nicht mehr hoch. Ich hasse dieses Stage, wo man einfach nur runterfliegt und nicht mehr hochkommen kann. Ey, der springt nicht mal richtig hoch. Nur so ein bisschen. Obwohl das Pichu richtig kann. Also, ich weiß, verstehe das nicht. Sind Pichu jetzt schon wieder da? Ich verstehe das nicht. Ich nehme mal Pummelo. Vielleicht kriegen wir hier immer mit Schlafen besser hin. Wähle deinen Kämpfer, Pummelo. Hä? Warum ist er denn jetzt da reingesprungen? Niederlage fortsetzen. Der ist so einfach da rein. Wurde einmal reingekickt, glaube ich, von dem Gegner. Ey! Niederlage fortsetzen. Ich hasse das Item. Ich hasse das Item.